In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man P% berechnet, also den Prozentsatz berechnet. Gegeben, sieht man schon, ist nichts mehr mit Prozent, sondern da steht irgendwas dran, 5 Kilometer von 100 Kilometer. Auch weiter unten, 128 Gramm von 800 Gramm. Ja, das sind jetzt immer dieselben Aufgaben. Das, was hinter dem von steht, haben wir schon kennengelernt, das ist der sogenannte Grundwert. Und das, was vor dem von steht, das ist der Prozentwert. Das heißt nicht immer, dass der Prozentwert der kleinere sein muss. Es kann auch mal passieren, dass der Prozentwert größer ist als der Grundwert. Dann haben wir halt über 100%. Wenn der Prozentwert kleiner ist als der Grundwert, dann haben wir unter 100%. Wie man das Ganze dann rechnet mit Hilfe des Dreisatzes, das werde ich euch jetzt erklären. Also, wir haben eigentlich schon wieder die Angabe mit drin. 100% sind 1000 Kilometer. Also wenn ich jetzt gerade diese erste Aufgabe mir hier anschaue. Dann muss ich irgendwie schauen, dass ich von 1000 Kilometer auf 50 Kilometer komme. Das kann ich jetzt zum Beispiel machen, indem ich von 100% wieder auf 1% runterrechne. 1% entspricht 10 Kilometer. Und jetzt muss ich irgendwie auf den Prozentwert kommen. Das heißt, die Lücke, die wir haben, ist nicht auf der Seite, wie bei den anderen Aufgaben, sondern auf der Seite. Das heißt, ich nehme hier 50 Kilometer und jetzt weiß ich, von 10 Kilometer auf 50 Kilometer komme ich, indem ich mal 5 rechne. Also muss ich auch hier mal 5 rechnen und das gibt gerade 5%. Da wären jetzt auch andere Wege möglich gewesen. Ich hätte ja auch sagen können, wie komme ich von 1000 Kilometer auf 50 Kilometer? Wenn ich weiß, dass ich dadurch 20 dividieren muss, kann ich das dann auch direkt machen. Oder ich kann natürlich dann auch auf 10% runterrechnen und dann auf 5%. Das ist hier völlig egal, aber man muss daran denken, dass die Schlussrechnung eben von rechts nach links ist. Also ich muss von 10 Kilometer auf 50 Kilometer kommen, weil Prozent fehlt. Das kennen wir auch von der direkten Proportionalität. Da gab es diese Fälle auch. Die Aufgabe hier ist die gleiche, nur jetzt mit ein bisschen komischeren oder unangenehmeren Werten. Ich messe mir wieder den Grundwert raus. 100% sind 800 Gramm. Ich habe es jetzt wieder so gemacht, dass ich auf 1% runtergerechnet habe, nämlich auf 8 Gramm. Und jetzt muss ich gucken, wie komme ich von 8 Gramm auf 128 Gramm. Das ist jetzt etwas schwierig, da muss man vielleicht eine Nebenrechnung machen. Man muss quasi rausfinden, 8 mal wie viel gibt 128? Das könnte ich durch eine Umkehraufgabe rauskriegen. Ich könnte 128 geteilt durch 8 rechnen. Und wenn ich das berechne, kommt genau 16 raus. 16% ist hier mein gesuchter Wert. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben jetzt gelernt, dass wir beim Prozentsatz berechnen aufpassen müssen. Wir müssen zwar zuerst auf 1% berechnen, dann aber den rechten Wert auf den gesuchten Prozentwert bringen und dann können wir erst den Prozentsatz berechnen. Manchmal kann man abkürzen, manchmal kann man auch statt 1% 10% nehmen. Das, wie es euch liegt. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss!